Hallo und herzlich willkommen YouTube zurück bei einer weiteren Video auf meinem Kanal Eximius LP. Ja, man glaubt es kaum, aber es ist soweit und zwar Borderlands 2 ist endlich mal wieder am Start. Ich sehe gerade, die Aufnahme ist gerade richtig abscheißen. Ich habe nur 10 FPS in der Aufnahme. Warum habe ich so wenig FPS in der Aufnahme? Jetzt geht es, glaube ich, wieder. Geht wieder? Jawohl, es geht wieder. Sehr schön. Ja, Borderlands 2 ist endlich mal wieder am Start. Ich muss mal eben in der Grafik ein bisschen rumprobieren. Da sollte soweit eigentlich alles passen, obwohl. Was? Das stelle ich mal auf 8 runter, das ist eh zu hoch. Ne, 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 ne. Sonst passt eigentlich alles. Slightly höhere FPS. Klein, ganz leicht höhere FPS. Ja, ich muss sagen, es ist Ewigkeiten her, seitdem wir das letzte Mal Borderlands 2 gespielt haben, oder generell seitdem ich das letzte Mal Borderlands 2 gespielt habe. Ich habe überhaupt keinen Überblick mehr, was wir gemacht haben und wieso, weshalb und überhaupt. Deswegen muss ich mir mal eben einen kleinen Überblick verschaffen. Und ich gucke mal eben, wenn ich die Aufnahme gestartet habe, dann kann ich nachher gucken, wie lange ich schon aufnehme. So. Dann gucken wir mal. Was habe ich denn hier alles schon geskillt? Ja, okay. Das ist akzeptabel. Und das auch. Ja, hier noch nix. Und dann geht das nächste erstmal hier drauf. Hierfür hätte ich jetzt grob mal gesagt. So, was ist los? Wie sieht es mit den Missionen aus? Und wir haben ganz schön viele Missionen momentan aktiv, muss ich sagen. Alter, wie viele Missionen aktiv. Habe ich letztes Mal einfach alle angenommen oder was? Erledigt haben wir aber auch schon mal eine ganze Menge. Alter, wir haben echt viel erledigt, Leute. Was ist denn los? So. Naja, auf jeden Fall, was wollte ich machen? Wir waren bei zwei glorreiche Alunken. Finde Garrison. Nö, kein Bock. Ich höre euch mal erstmal ein paar hier. Ihn hier. In Sanctuary Claptraps Geburtstag. Ich bin sehr gespannt, was da auf uns wartet. Claptrap kennen wir natürlich alle noch. Und dann den Roboterkollegen. Hier hinten in der. Bei der Dingensen hier da. Am Arsch der Welt, so. Hallo? Was gibt's denn? Hau raus. Was ist denn los? Was soll ich machen? Achso, ich soll Markus, Moxie und Scooter einladen. Ja. Natürlich weiß ich noch, wer Markus, Moxie und Scooter sind. Markus ist hier der Waffentyp da. Scooter ist dieser Autotyp und Moxie war die Schlampe in der Bar. So. Uiuiui. Okay, das ist ein bisschen mies, aber egal. Gut, dann würde hingehen, aber er geht doch nicht. Schade eigentlich für den armen Klapptrapp. Naja. Warum läuft denn der Timer da oben eigentlich nicht? Sollte da nicht irgendwie ein Timer laufen? Steht der oben rechts pausiert. 2 Minuten 10. Na egal. Was haben wir nicht für Waffen? Okay, eine SMG. Eine Shotgun. Sniper. Pistole. Muss ich gleich nochmal gucken. Haben wir keine? Wie auch immer die Waffen heißen. Assault Rifle, glaube ich. Lol. Okay. Der will, glaube ich, auch nicht. Schade eigentlich. Oh, jetzt nur noch hier. Ach, hier haben wir auch letztens eine Mission gemacht, ne? Wer hier der Mörder war. Mit den vier exakt gleich aussehenden Dieben. So, da ist nur noch Moxie, wo ich euch letzte Mal, glaube ich, den Glitch gezeigt habe. Habe ich doch, oder? Meine ich, ja. Okay. Mach ich. Keine Sorge. Hatte ich euch den Trick letzte Mal gezeigt mit dem? Darauf, hier über die Decke, da lang, dahin und kann man Moxie und einen Rock gucken? Ich glaube, das hatte ich euch gezeigt, ne? Wenn nicht, gucke ich das nach dieser Aufnahme mal nach und zeige es euch dann in der nächsten Aufnahme, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Ich glaube, das habe ich gemacht. Doch, müsste ich gemacht haben. Ja. Doch, doch, das müsste ich gemacht haben. So, was ist denn jetzt los hier? Das ist ja ein Hammer Ghetto Blaster. So. Ach, jetzt geht auch der Timer los. Okay. Juhu. Cool. Wow.
erstmal mit dem reden. Aber sowas von. Schalala, da 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 da. Ach, hier liegt sogar was. Das müsste ich gleich mal aufheben. Wow, die Party ist einfach scheiße. Eine Kamera kann man hier nicht auch irgendwie hoch. Man nicht hier so und dann da hoch. Hier hoch. Lol, was es hier alles gibt, Mensch. Hier hoch, genau. Hier war ja was. Und hier rüber. Ja, ja, ich merke das schon. Ein Selbstbewusstsein wie eine Einsdecke. Oder muss man direkt da rausspringen? Ja. Ja, ja. Ach, hier ist so wieder Geld. 9. Boah, wir haben 9.306. Das ist nicht schlecht. Oh, jetzt muss ich Pizza, jetzt muss ich wieder runter da, Alter. Zack, ja, damit. Nö, gar nicht. Ja, ja. Welcher Job eigentlich? Hat von Claptrap einen Job bekommen oder wie sieht das aus? Ich habe keine Ahnung. Egal. Ja. Oh, Leute, noch 40 Sekunden, dann haben wir es geschafft. Hier können wir ein bisschen... Wer klopft denn da die ganze... Ach, da! Was? Jake, was? Oh, nein. So, was soll ich machen? Boost in die Partyartikel. Dein Ernst? Wo ist die Musik hin, Alter? Nein, die Musik ist weg. Vollidiot. Gib mir die Musik wieder, Mann. Guck mal. Oh ja. Okay. So. Ja? Danke. Aber nein. Dann ernst? So, was nehmen wir? Vorher so schnell wieder abdrücken kann, geslagte Gegner erleiden mehr Schaden. Ach komm, was bringt mehr? Ditte bringt mehr. Nehmen wir das, komm. Wir haben eh eine gute Pistole hier, oder? Ist sie gut? Ach, jetzt muss ich weiter... Ach, so ging das ja. Ich muss mich erstmal wieder in die Steuerung reinfinden. Korrosionsschaden, Slackschaden, Feuerschaden. Warum habe ich so viel? Alter. Ich müsste das hier gleich mal eben ausmisten. Mein Inventar, wenn ich das so angucke, das geht ja gar nicht, Mensch. Auch nichts drin, okay. So. Das Wildtier reserviert. Gehe zum Wildlife Exploitation Preserve. Nö, kein Bock jetzt. Noch nicht. Erstmal werden ein paar Nebenmissionen gemacht. Nein. So. Alter, macht das viel Schaden. Also, das verkaufe ich schon mal. Das verkaufe ich auch. Das auch. Leute, ich weiß es doch nicht. Also die muss ich behalten. Kann ich die verkaufen? Ja, die kann ich verkaufen. Die. Die macht so eigentlich ganz schön viel Schaden, ne? Feuerrate. Warte, ich guck mal eben. Ich vergleiche die mal eben. Zack. Oh, die ist ganz nice, ne? Echt. Ich glaube, die behalte ich. Aber die Korrosionswaffe behalte ich auch nochmal. Weil wir haben ja relativ viel mit diesen mechanischen Dingen sind zu tun. Und dann behalte ich die einfach mal. Falls uns mal die Munition für unsere anderen beiden Dingen sind Waffen ausgehen. So, was machen wir für eine Mission? Hau raus, was machen wir? Die ist hart. Wir sind Level 18, ne? Ja.
So, was ist los? Zwei glorreiche Banditen, Clan kriegt den Krieg entfachen. Geht zu Ellies Garage. Krieg entfachen. Uiuiui, das hört sich gut an. Okidoki mache ich. Ellie war ja eigentlich immer relativ nett. Das ist ja die mit den richtig dicken Titten. Die Schwester von Scooter, glaube ich. Jawohl, da haben wir sie ja auch schon hier, unsere vollbusige Dass du mich Massenfrau. besuchst. Ich habe ein nettes kleines Projekt für dich. Was hältst du von Bandenkriegen? Zwischen den Hodangs und den Sephords tobt seit Jahren eine idiotische Fehde. Und ich glaube, die Welt wäre ein klein wenig besser, wenn sie alle tot wären. Oder zumindest eine der Familien. Schnapp dir den Sprengstoff und die Familienwappen. Die Wappen findest du auf dem Schrottplatz. Das ist mein Plan. Du begibst dich auf Hodang-Gebiet, machst dein Ding. Damit meine ich eine Menge Leute abknallen und dabei verdammt gut aussehen. Und hinterlässt das Sephod-Wappen als Visitenkarte. Dann düst du zum Sephod-Gebiet in den Highlands und machst das gleiche mit dem Hodank-Wappen. Wie klingt das? Super, das mache ich. Ja, doch, das hört sich top an. Wenn du das willst, dann machen wir das. Dann denke ich mal, läuft das daraus hinaus, dass spätestens. Das hattest du bereits gesagt, ja. Und so wie sich das bis jetzt anhört, wird am Ende nur noch eine Familie übrig bleiben. Da ist eins. So, was ist das denn? Das ist das Hodang-Wappen. Rednecks stehen auf billiges Bier, Trucks und nackte Weiber, yo. Die Hodangs? Ein Kleeblatt, originell, was? Ja, außer. Lol. Okay. Dann los. Freunde, wir nehmen den Lightrunner mit dem MG. Irgendwie kann ich damit immer besser arbeiten. Und. Puh. Lol. So, was müssen wir machen? Sabotiere Hodang Speedway. Wo müssen wir denn da überhaupt hin? Da irgendwo hin. Ach, da ist es. Ja, da schon. Ich spacken. Ditte. Lol. Komm, das ist Dynamit dahin jetzt. So. Rein. Und zurück. Na, komm. Lol. Und jetzt lass das Sephod-Wappen zurück. Jojo, dafür muss ich aber erstmal wissen, wohin. Ah, einfach da durch. Ach, ich muss das Sephod-Wappen hier noch platzieren. Ja, shit. Ja, nur dafür muss ich erstmal die Spacken da töten, Alter. Kommt doch mal her hier. Ich glaube, Takt bei euch. Und tschüss. Alter. So, wo müssen wir das denn hin tun? Leute. Da oben. Kann ich das von hier aus platzieren? Bitte, komm. Oh, es geht das nicht, ey. Zack. Und weg. Okay. So, und jetzt? Muss ich wohin? Wo bin ich überhaupt? Ach du Kacke. Da. Okay. Bin ich doch schon dabei, süße Ellie. Sie hieß doch Ellie, oder? Habe ich da irgendwas verpasst? Ne, ich glaube, sie hieß Ellie. Die ist auch eine, du meine Güte. Ich glaube, Tag über der.
So, wo ist denn jetzt die Holy Spirit Spa? Hier rechts hoch. Als Fan, lol. Das ist die... Du bist in der Nähe vom Holy Spirit. Lol. Das ist das Hauptquartier der Surferhots. Junge, Junge, die werden ausflippen, wenn sie sehen, was wir für sie auf Lager haben. Geh auf Abstand. So, dann mach mal. Geh du mal hoch, da muss ich gleich wahrscheinlich wieder irgendwo das Wappen placen, das Wappen da irgendwo hinsetzen. Komm, und? Ja, los. Jawohl. So, du, da das Wappen hin. Zack. Lol. So, lol. Sollen wir da jetzt hin und dem helfen, oder was? Lol. Das ist, eine interessante Wendung, würde ich mal sagen. Da kann ich eigentlich gleich mal eben hier die Mission annehmen, die da oben ist. Obwohl, nö. Ich mach die jetzt erstmal hier zu Ende. Und dann gucken wir weiter. Das sieht nämlich nach einer sehr interessanten Mission aus, die weitere Mission. Hinter sich herziehen wird. Also, jetzt kommt die Mission und dann spielen wir jetzt mit den Zephyrs die Hodangs aus und dann spielen wir mit den Hodangs die Zephyrs aus und so weiter. Wo ist denn der Kerl jetzt? Ach, da. Das ist er. Hallo. Ah. Der Rekrut. Willkommen bei der Zephyr-Familie. Hallo. Du hast nicht zufällig den Bastard gesehen, der meine Brennerei zerstört hat, oder?